schnell und easy mehrere 10.000 XP in wenigen Minuten zu bekommen, um den Battle Pass schnell zu leveln. Es gibt eine neue Map, mit der das ganz einfach möglich ist. Ich zeige es euch direkt, Freunde. Wir gehen rein. Es ist eine Halloween-Map. Und es funktioniert so. Wir haben hier Münzen. Wir sammeln die ein. Zack, 392. Zack, 700. Zack, 1.100. Zack, 1.500. Zack, 1.900. Zack, über 2000, das ist so easy und bekommt für jede Münze und ihr seht, wie viel Münzen es hier gibt für Leute, die sowas sowieso gerne machen. Also ich muss sagen, es bockt auch so, ja, ich mache sowas eigentlich an sich gar nicht mal so gerne, aber irgendwie habe ich trotzdem Bock dran, weil ich sehe pro Münze, ihr seht diese 1000 XP, wie die immer weiter hier hochgehen. Und wenn ihr das bisschen macht, so ein bisschen durchzieht, dann habt ihr ganz schnell mehrere 10.000 XP und das wirklich in Minuten, in wenigen Minuten. Und wer von euch das gut kann, wie gesagt, der wird auch richtig Spaß noch zusätzlich daran haben. Selbst mir macht es ja Spaß, obwohl ich sowas nicht so gerne mache. Oh, jetzt habe ich Eisklötze an den Füßen. Und wenn ihr mal irgendwo nicht lang kommt, ihr könnt rein durch an den Seiten auch lang. Oh, jetzt habe ich das Problem mit den Eisklötzen. Komme ich hier trotzdem durch? Nee, scheiße. Schade. Ich bin in sowas eh nicht ganz so gut, bin ich ehrlich. Da gibt es einige von euch da draußen, die können das sowas besser. Aber hier, wenn ihr mal irgendwann nicht durchkommt, ihr könnt an den Seiten einfach langlaufen. Also das ist schon wirklich, das ist wirklich für Leute wie mich gemacht, sage ich einfach mal so. Die sowas nicht können. Ich verkacke trotzdem, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr einfache Map. Und ihr seht ja schon, wie gesagt, wie, warum komme ich da nicht hoch? Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt los mit mir? Ich habe die Map schon ein paar Mal gespielt, deswegen eigentlich ist das nichts Neues. Ah, jetzt. Und ihr seht wieder, es geht natürlich dann von vorne los. Wenn ihr sterbt, dann geht es wieder klein, aber dann gleich wieder aufgelevelt. 300, so, wenn ihr hier nicht lang kommt, geht ihr einfach eine Seite lang und habt ihr das Problem ganz easy gelöst. Und ihr seht, einfach pro Münze XP bekommen, es ist eigentlich geschenkt. Es ist wirklich, es ist geschenkt. Es ist geschenkt. Zack, am Anfang gibt es ein bisschen mehr XP, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ihr könnt rein theoretisch das Ganze abbrechen und dann nochmal neu reingehen. Scheiße, ah, ich wäre sowieso gestorben wegen dem Pflanzenzeugs. Ich wäre sowieso gestorben, deswegen ist das nicht so schlimm. Gehen wir einfach mal außen rum, Freunde. Ah, da ist der Kürbis. Ich renne gegen den Kürbis. Oh, Mann. Oh, jetzt aber. Bei sowas habe ich zwar keinen Bock durchzulaufen. Laufe ich einfach außen rum. Zack. Oh, ein paar Ver. Ah, nein, ich fliege zu ver. Ihr merkt, ich kann das gar nicht. Ich kann sowas überhaupt nicht. Ich bin da richtig scheiße drin. Aber jetzt mit Ansage. Wie viel Schwung hat man denn da? Jetzt aber. Boah, wie komme ich jetzt da rum? Ah ja, gut, dann nehmen wir einfach den Weg hier außen. Ich wollte mich gerade hinhocken, um nicht runterzufallen, aber nein, das ist ja nur in Minecraft so. Oh Mann. Und jetzt gehen wir behutsam hier durch. Behutsam hier durch. Freunde, wenn ich euch den... Nee. Also ich denke, ihr habt das Prinzip von dem Ganzen verstanden. Ihr macht hier einen coolen Parcours, bekommt einfach mehrere 100 XP pro Münze, 1000 in wenigen Sekunden und ihr könnt hier locker Zehntausende in wenigen Minuten machen. Und das hilft wirklich, finde ich, so enorm beim Battle Pass. Gerade wenn man keinen Bock auf irgendwelche Battle Royale Routen hat. Freunde, dann macht ihr einfach das. Oh, ich werde gleich sterben wegen dem Gift. Oh nein, 20 KP habe ich auf jeden Fall noch. Halloween ist zwar vorbei, aber ich sag mal, XP sammeln kann man doch eigentlich das ganze Jahr. Gerade bei sowas, manche haben dann Probleme, da drüber zu kommen. Dann geht da einfach außen lang. Es ist halt, ihr müsst nicht mal diesen Parcours machen. Ihr könnt auch einfach außen lang laufen. Dann habt ihr das Ganze schon. Also ich denke mal, ihr habt das Prinzip dahinter auf jeden Fall verstanden. Bevor ich euch jetzt passenden Mapcode zeige, damit auch ihr das direkt selber ausprobieren könnt, lasst ein Abo da und gerne Däumchen nach oben für das Video. Und jetzt zeige ich euch dafür den Mapcode. Hier drüben habt ihr auf jeden Fall nochmal den Mapcode, gebt den gerne ein, die Halloween Death Run Map und nutzt das. Ihr habt gesehen, wie einfach das ist und es macht sogar Spaß und natürlich bringt es euch was in Form von XP. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Jungs. Wenn es so ist, dann lasst gerne euch nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns sehr bald zurück hier auf dem Kanal zu irgendeinem neuen Video. Bis dann rein, aber nicht im Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell tippetippetapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Fülle, Fülle, das wie dann ja, adios und tschö. Sayonara, yassu, ciao, bye bye und adieu.